Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier in der Bucht von Marakai und werden jetzt weiterreisen. Na falsch, zuerst werden wir Stahlbad rufen und dann werden wir wahrscheinlich weiterreisen. Also das Schädelzepter. So. Und dann beschwören wir, hoppala, den guten Stahlbad. Hokus pokus fidibus, Stahlbad erscheinidus. Ja, schau, wie das gut funktioniert. Boah. Ja, habe ich auswendig gelernt. So, Herr Stahlbad, ich habe jetzt alle vier Titanenartefakte. Ich habe jetzt alle vier Titanenartefakte. Ach, ich habe auch einmal so eins besessen. Puh. Aber sei vorsichtig, Junge. Sie sind gefährlich. Besser, du bringst sie zurück zum Tempel des Wassers. Gute Idee, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, das macht die Erfahrung. Mhm. Das wirst du auch noch lernen. Oh, schön. Wo ist der Wassertempel? Wo ist der Wassertempel? Was? Nicht was, Wasser. Wasser? Ach so, der Wassertempel. Mhm. Ein furchtbarer Ort. Du solltest dich davon fernhalten. Quatsch, kein Unsinn, wo ist er? Ja, das werde ich. Kein Unsinn, wo ist er? Quatsch, kein Unsinn, wo ist er? Wer? Der Wassertempel. Hm, ja, es war nicht so leicht, den Tempel zu finden. Wir mussten viele Tage von Antigua bis nach Caldera hin und her kreuzen. Irgendwo auf dem Breitengrad vom Kap der Stürme fanden wir ihn schließlich, mitten in der Südsee. Was denn? Das ist alles? Das ist das große Geheimnis? Sehr gut, das klingt machbar. Jo, nehmen wir das untere. Das obere ist schon etwas gemein, ne? Sehr gut, das klingt machbar. Jetzt heißt das, keine Zeit mehr verschwenden. Auf zum Wassertempel. Aber du weißt, dass dort eine ziemlich widerliche Kreatur haust, ja? Ach was. Ja, ihr Name ist Mara. Und ich habe noch eine Rechnung offen mit ihr. Dann kannst du mitkämpfen, höchstwahrscheinlich. Keine Sorge, ich werde Mara zur Strecke bringen. Oh ja. Yeah. Keine Sorge, ich werde Mara zur Strecke bringen. Ja, wird Zeit, dass diese Höllenbrut endlich von dieser Welt verschwindet. Aber pass auf dich auf, hörst du? Du willst doch nicht auch als Geist enden, oder? Wie war das, sagtest du gerade? Geist? Ja, verdammt. Meinst du, das hier macht Spaß? Ha, nein, bestimmt nicht. Also, lassen wir das. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf unsere Aufgabe. Er scheint sich gefangen zu haben. Hast du vielleicht noch irgendeine Idee oder so? Irgendeine Idee? Wer, ich? Nein. Na dann, mach's gut. So, meine Gute. Ich weiß jetzt, wo der Wassertempel ist. Ich weiß jetzt, wo der Wassertempel ist. Dann lass hören. Wenn wir dem Breitengrad am Kap der Stürme folgen, soll er sich irgendwo in der Mitte der südlichen Inseln befinden. Gut, das kriege ich hin. Sag mir einfach, wenn's losgeht. Ich kann es kaum erwarten, dieser Bestie den Garaus zu machen. Mach ich. Aber denk dran, wir sollten gut ausgerüstet sein. Wer weiß, wann und ob wir zurückkommen. Yep, das war nämlich das Stichwort, was ich gerade machen wollte. Neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Hi, Captain. Wir gehen shoppen. Das war jetzt eigentlich mein... oder der Sinn und Zweck dahinter, den ich gedacht habe. Angst und Schrecken unter den Seefahrern der südlichen See. Streng gesehen müsste hier auch der letzte Punkt sein, wo wir Gargoyles finden können, weil Bucht von Marakai hat ja Eldrick gesagt, nee, hier sind sie sicher nicht. Ja. Wird wohl schon passen. Wir werden einmal nach Antigua segeln. Vielleicht werden wir auch dem Kerl oben, also Alvarez, ich glaube so hieß er, ne? Bericht erstatten, vielleicht bringt uns das was und dann gehen wir natürlich einkaufen.
Wir brauchen Grog, wir brauchen Rum, wir brauchen Proviant. Schrott und Pistolenkugeln müssten wir normalerweise genügend haben. Ja, vielleicht das eine oder andere Kleidungsstück, was auch nicht schlecht wäre, wäre, dass wir unsere Kampfkunst noch ein bisschen steigern könnten. Also die Kampffähigkeiten, also Talente 3, die wir noch nicht haben vielleicht, oder zumindest 2. Also Talentstufe 2 und ja. Ich hoffe sehr. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir dann auch eine gute Chance gegen Mara haben. Vielleicht müsste ich auch Speerkampf lernen, ich habe keine Ahnung. Okay, sie hat nichts Neues. Hui, hat die gute... Moment, Chani noch was für uns? Nein? Wie schaut's mit Jafar aus? Ah, ich denke mal, bei der Insel, beim Wassertempel wird er seinen besonderen Schatz finden, denke ich mal. Ich hoffe es für ihn. Oh, es ist dunkel, gell? Entschuldigung, ihr seht schon wieder schlecht. Ich gehe kurz schlafen. Tut mir leid, ich vergesse das immer, weil bei mir da ist so hell. Bis zum nächsten Morgen pennen, bitte. So. Passt, schon besser, ne? So, lala. Geht's aber. Jetzt, warte, können wir uns nicht hinporten? Das geht doch schneller, oder? Sparen wir uns ein paar Meter. Servus. So, er müsste normalerweise wieder oben sein, da sitzend. Richtig. Servus, Alvarez. Vergiss nicht, du bist jetzt der letzte Piratenkapitän der Südsee. Meine ganze Hoffnung segelt mit dir. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Junge. Geh und befreie uns von diesem abscheulichen Monstrum von einem Weibsbild. Okay, da ist nichts mehr zu machen. Ich wollte es nur probieren, ne? Manchmal kann man noch mit Leuten quatschen, jetzt ist es selber schon mitbekommen, kann man auch mit Leuten quatschen, wo es eigentlich keine Quest mehr gibt, die uns zu diesen Leuten führt. Und ja, ich wollte es jetzt einfach mal probieren. Ausgeraubt haben wir eigentlich alles soweit hier, glaube ich. Da haben wir nichts vergessen. Achtung, es leckt langsam. Ach, hätte ich doch auf meine Mutter gehört. Das sagen Burschen des Öfteren, wenn sie älter geworden sind. Hi Spencer, ich möchte gerne handeln. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bloody Mary hätte er noch. Zwölf hätten wir. Was kostet eine? 75. Ich würde sagen, nehmen wir 3 mit, dann haben wir 15. Das wird unsere eiserne Reserve sein. Wir werden auch was verkaufen. Fluchpuppe, glaube ich, können wir 3 loswerden. Eine behalte ich wieder. Einen Piratensäbel, einen normalen Säbel, das kann er haben. Von denen würde ich sagen, kann er auch, hoppala, 3 haben. Da würde ich sagen, behalten wir auch eine auf. So. Fechtschwert. Denke ich, kann ihm auch 2 geben. Da geben wir ihm auch 2. Da kriegt er auch 1. Da kriegt er auch ein paar. So. So, von mir aus. Mick, 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 Mick. Sehr präzise. Ich glaube, die kann man mal hergeben, die Pistolen hier. Eine Schrottpistole. Ich glaube, die können wir auch hergeben. Den Piratenhut behalten wir noch. Es geht mir jetzt darum, dass wir viel Geld kriegen, weil wir brauchen ein bisschen was zum Handeln, zum Erlernen bestimmter Fähigkeiten vielleicht noch. Und da können wir alles, was wir doppelt und dreifach haben, ohne schlechten Gewissens verkaufen. So.
So, Fackeln, ja, die müssen wir auch mal nachkaufen, da haben wir nur mehr 7 Stück. Rum und Grog ist logisch, müssen wir natürlich auch schauen. Schmerztöter wäre auch cool, wenn wir noch was kriegen könnten. Diese Tränke da werden wir vielleicht bei passender Gelegenheit auch verkaufen. Ich hatte noch gehofft gehabt, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Trankrezept für Voodoo und so lernen könnten. Vielleicht haben wir noch die Gelegenheit. Ich werde nochmal alle durchschauen, die mir gerade so einfallen. Keule, Axt, bis auf eine wieder. Ich verkaufe jetzt einfach mal, was wir haben. Rastl, Gorillafell, Pantherfell. Da haben wir nur ein Stück. Panthertatze, gutes Gold verkauft. Gut, ist kein Voodoo-Dingens. Für Voodoo verwendet die Säuredüsen, wollte ich jetzt sagen. Drüsen, die behalten wir noch. Ah, Zocki, du bist die Spitze. So, ein Schädel. Haben wir nicht auch für irgendwas? Na, nur zum Basteln, ne? Äuglein wird für Voodoo verwendet. Zähnchen können wir verkaufen, bis auf ein. Sichel wird für Voodoo verwendet. Ohrwascheln ist auch für Voodoo. Brauchen wir auch noch. Die Knöchelchen. Morscher Knochen wird wohl hoffentlich niemand, also werden wir nicht mehr brauchen. Die Muschel muss ich erst aufmachen. Voodoo. Lassen wir vielleicht auch noch. Also die Federn lassen wir noch, wollte ich sagen. Die Goldbröckchen. Ob wir da noch was lernen? Das wäre schön. Da behalte ich jetzt auch noch als Reserve überall ein Stück auf. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Geld, das passt schon. Ich bedanke mir für die Gottmessner und wir reisen weiter nach Dakarigua, weil dort kann man auch noch Rum und Grog kaufen. Beziehungsweise hoffe ich, dass wir ein bisschen Zucker noch kaufen können, dann können wir noch selber ein bisschen was brauen. Ich werde bevorzugt auf Rum gehen, was das Brauen betrifft, und wenn Zucker überbleibt, werden wir Grog machen. Neuen Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Wobei, Grog wäre auch nicht schlecht für unsere Begleiter. Wer weiß, ob uns hier jemand begleiten darf. Wir haben nur noch 5 Grog. Auf 15 wäre schon nicht schlecht, wenn wir kommen könnten. Schauen wir mal, was hier ausgeht. Also heute ist mal ein reiner Einkaufstag. Und dann werden wir noch schauen, was wir lernen können, beziehungsweise wie viele Goldmünzen uns noch übrig geblieben sind, dass wir vielleicht noch was lernen könnten. Und ja. Ja, so schaut's aus. Dann sind wir scheinbar echt schon am Ende. Aber wo kriegen wir dann die anderen 4 Begleiter her? Weil bestimmt wieder was verkehrt gemacht, ne? Dann ist vielleicht das Spiel sogar schneller zu Ende, als mir lieb ist. Heureka! Tap, 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 tap. Servus. Grüß euch. Herr Buß. Rum und so. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Ja, da freut er sich. Boah, viel hat er nimmer. Da kaufen wir gleich alles zusammen. Auch den Schmerztöter. Den Zucker nehmen wir mit. Und dann gehen wir gleich rauf brauen. Das Rezept für den Schmerztöter lasse ich. Wir haben ja normal eh genug, oder? Sechs Stück Schmerztöter. Ist nicht viel, gell? Lassen wir es mal dabei. Lalala, rabdara, radara, dadam, dadam. Rarara, dadam, dadam. Dülülü. Servus. Kann man von dir noch was lernen? Lass mich mal an die Schnapsbrennerei. Na, kann man nicht, aber wir können hier unser Zeugs machen. Wir haben insgesamt 10 Zucker. Wenn wir jetzt Rum, haben wir eigentlich genug, oder?
Ha. Wenn wir nur 4 machen. Oder 3 rum und den Rest in Grog. Damit wir zu unserem. Ja, die Frage ist, ob wir es einem Begleiter geben können, ne? Weißt du was, Hupfengatsch? Wir machen alles rum und fertig. Da dampfen wir gleich so. Gut, das hätten wir. Wie viele Münzen haben wir noch übrig? Ich verdrücke mich jedes Mal. 7000. Was können wir denn alles? Talente, Fähigkeiten, war das? War das bei Fähigkeiten? Klingen. Da müssen wir so ein Klingen. Hiebwaffen, Stichwaffen, Wurfwaffen. Da haben wir noch gar nichts gelernt. Oh! Pfui! Da haben wir noch gar nichts gelernt? Jesus, na. Warte. okay. Wie ging das schnell? Warte, Logbuch, Charaktere, Klingenlehrer, Säbel, Degen, Schwertmeister. Schwertmeister, Hiebwaffen, Stichwaffen. Ich glaube, sowas passt schon mal. Wo kriegen wir denn sowas her? Wo ist denn so jemand? Auf Antigua. Lol. Okay, dann noch schnell Charakter klubschen. Warte, warte, Inventar, rechte Hand. Unter was fällst denn du, lieber Wellendänzer? Fällt unter Hiebwaffen. Und das hier? Ist ja keine Waffe. Tja. Jetzt ist das Ganze halt so. Wenn wir mit der Titanenharpune gegen Mara kämpfen müssen, das wäre auch nur eine Wurfwaffe. Sehe ich gerade. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles an Waffen? Wir haben die Knochenhand, wir haben die Titanenharpune als rechte Hand, als Hauptwaffe. Für die linke Hand haben wir den Blutopferdolch und dann noch das Amulett mit Erde, ne? Da. Jetzt müssten wir theoretisch, wenn wir wirklich... Das weiß ich nicht, ob wir wirklich damit kämpfen müssen. Wenn wir mit der Titanenharpune kämpfen müssten, müssten wir Wurfwaffen trainieren. Ich meine, Goldmünzen müssten wir genug haben. Wir sind ja auch nicht so schlecht, was Klingenfähigkeiten betrifft. Da haben wir ja immerhin 8. Wir haben aber 10 brauchen, ne? Aber 10 werden wir nicht hinkriegen. Das heißt, Stufe 3 ist uns gar nicht möglich, ne? Ich hätte mir das Voodoo hier sparen sollen. Statt Voodoo zu lernen, alles in die Klingen, Feuerwaffen, Härte und Gerissenheit zu schmeißen. Vor allem Klingen. Bei Klingen waren jetzt Wurfwaffen dabei. Ja, genau. Ja. Dann kann man da quasi jetzt eh nicht viel machen. Außer vielleicht ein bisschen abzuwarten. Und zu schauen, was können wir noch anziehen. Ne? Das geht sich noch aus. Die paar Sekunden können wir Sekunden, die wir noch haben, genau, können wir eh nicht mehr viel machen. Hiebwaffen, Piratenanhänger, Hiebwaffen plus 5 Pistole, 5 Kugelsicher, 5 schmutzige Drinks. Drinks, genau, Tricks 5. Stichwaffen haben wir ja keine. Wir haben stattdessen haben wir etwas anderes. Dann würde ich sagen, nehmen wir Klingen fest statt Stichwaffen. So, rüsten wir uns mal gescheit aus. Die Haxen. Silberzunge. Stimmt, wir können ja auch noch Kleider dementsprechend kaufen, ne? Einschüchtern 3. Silberzunge, Silberzunge, sonst ist da nichts. Okay, Silberzunge brauchen wir nicht. Stahlbart einschüchtern, Silberzunge, sonst ist da auch nichts. Und dann haben wir eh nur mehr die Waffen, ne? Die will sich auch nichts bringen. Okay.
Ja, ich weiß gerade echt nicht, wie wir das am besten anstellen sollen. Da bin ich gerade selber ein bisschen überfragt. Wisst was? Wir werden das jetzt einfach mal ein bisschen aufsparen. Wir können es vielleicht immer noch lernen. Ich gehe mal zum Skifeld zurück. Wir werden einmal zum Wassertempel hinreisen. Ich nehme mal stark an, dass wir nach wie vor den Tempel verlassen dürfen. Bis wir eben vor Mara persönlich stehen. Und ja. Ich denke mal, dass das so klappen könnte. Ja. Dann können wir immer noch sagen, okay, wir lernen noch irgendwas Nützliches und ja, dann versuchen wir unser Glück. Liebe Patty, wir reden im nächsten Part weiter. Wir beenden den hier jetzt mal und probieren einfach unser Glück. Wie gesagt, schauen wir uns mal den Wassertempel an, wie es uns da so geht. Und ja, entscheiden dann einfach, wie wir weiter verfahren werden mit unseren Ruhmpunkten und unseren Talenten. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!